Hallo und willkommen bei Corpus Motum. Ich bin Patrick Rudorfer, euer Coach und Physiotherapeut. Wir starten jetzt eine Reihe Rückenschmerzen im Büro. Und da starten wir jetzt dann auch gleich mit der ersten Übung. Um die ganzen Videos zu bekommen, abonniert gleich den Channel und dann kriegt ihr regelmäßig eben die Infos für die ganzen Videos. Erste Übung im Sitzen. Wir rutschen ein Stück nach vorne. Schauen, dass wir das Bein eben drüber tun. Und dann probieren wir das Becken nach vorne kippen. Und das Problem ist da oft, dass man hinten im Rücken dann gerade bleibt oder rund bleibt und dadurch eben nicht auf die Gesäßmuskulatur kommt. In dem Fall möchte ich wirklich, dass ihr aufrecht da sitzt und dann mit dem Becken so ein bisschen nach vorne kommt und dann da hinten im Gesäß ein Ziehen spürt. Ganz ein leichtes Ziehen. Es soll so sein, dass ihr noch normal atmen könnt. Wenn ihr daneben normal mit dem Kollegen weiterreden könnt, dann passt das genau richtig. Das haltet dann ein paar Sekunden. Und warum diese Übung für den unteren Rücken wichtig ist, ist eben, weil wir die angrenzenden Muskelpartien zum unteren Rücken dann auch dehnen müssen und dadurch ein bisschen mehr Freiheit kriegen in der Rückmuskulatur, die sonst eben die Wirbelsäule richtig zusammendrückt. Okay, jetzt schauen wir einfach nochmal im Gesäß aufdehnen. Gleichzeitig ist es gleich eine Dehnung für den Ischias oder für den Muskel, der den Ischias sonst eben bedrängen kann, und dann wechseln wir die Seiten. Weiter geht es dann in der Serie. Eben im Turnsaal mit dem Abrollen. Wir machen im Büro noch ein paar Übungen, auch im Stehen. Und dann machen wir noch eine Übung, oder schauen wir uns den Arbeitsplatz noch an. Gut. Das ist die erste Übung. Einfach so ein paar Sekunden halten. Ihr könnt da zwischen 8 Sekunden und 30 Sekunden. Es soll euch einfach trotzdem irgendwie ein angenehmes Ziehen sein. Ganz wichtig auch, die Außenrotation hat man eigentlich selten im Alltag. In der Hüfte. Wenn ihr dann eben zu Hause dann joggen, walken, Radfahren geht, aber das heißt mit der Hüfte trotzdem immer noch gerade. Und diese Außenrotation in der Hüfte hat man dann eher beim Turnen oder Gymnastik machen, und das könnt ihr dann gleich ein bisschen in den Alltag mit einbeziehen. Gut, dann einmal wechseln. Einmal wechseln wir die ganze Geschichte noch. Genau, probiert es dann wirklich aufrecht bleiben. Und wenn ihr da aber gerade ziehen spürt, probiert es nochmal zurückgehen. Dann richtet es nochmal die Wirbelsäule auf und dann geht es wirklich mit dem ganzen Becken so ein bisschen nach vorne und dann fängt es schon zum Ziehen an. Und da schaut es nachher an, wie das Ganze sich anfühlt. Nicht wippen, sondern einfach nur die Dehnung halten und dann passt die Geschichte. Beim Wippen passiert nämlich das, dass der Muskel sich noch mehr anspannt und dann haben wir mehr Verspannung. Das wollen wir nicht. Also schön kann man das halten und gut ist. Unsere nächste Übung ist der Korkenzieher. Da sitzt man so ein bisschen weiter hinter. Wir überschlagen die Beine, wenn es geht. Genau. Unterbauch ist wieder gespannt. Dann nehmen wir, also in dem Fall rechtes Bein, linke Hand. Wir nehmen die linke Hand, um uns da nach hinten zu drehen, zur Unterstützung. Eben, das soll eben gegendrücken. Also wenn wir die rechte Hand haben, dann drücken wir uns in die Richtung weg. Dann haben wir eher mehr Spannung auf der falschen Seite. Schaut wirklich eben gegenüberliegende Hand. Gegenüberliegendes Bein und dann drehen wir schön nach hinten. Dann Kopf ein bisschen nach hinten drehen und dann schön aufrichten. Und dann schaut aber, dass nicht eben mit der Hand so extrem hinterdrückt, dass es euch hinten reinschießt oder so, sondern schaut, dass euch aufdreht und dann über die Atmung noch ein Stückchen dazu kriegt. Das heißt, dass ihr wirklich tief einatmet. Und beim Ausatmen kann man dann einfach die Spannung mehr aufbauen. Unterbauch ist gespannt, es soll nirgends wehtun, es soll wirklich nur Mobilisation sein. Wenn ihr nicht so weit hinterkommt, macht es auch nichts. Schaut einfach nur, eben, wie es sich noch gut anfühlt. Noch einmal Seitenwechsel. Und dann einfach so nach hinten schauen. Genau. Das Ganze halten wir ein paar Sekunden. Und eben schauen, die Intensität soll so sein, dass ihr noch normal und gut durchatmen könnt. Und sie noch einmal auf der anderen Seite wieder überschlagen, die Hand eben wieder eben drüber legen und dann so einen Gegendruck aufbauen und dann eben nach hinten schauen. Den kann man ganz gut machen. Dann haben wir alles ein bisschen durchmobilisiert in die Rotation.
Und dann könnt ihr euch natürlich noch ein bisschen nach oben strecken. Probieren wir gleich. Zuerst einmal ein bisschen rund machen, dass wirklich die Wirbelsäule rund wird. Und dann strecken wir uns nach oben rauf. Und der Bauch bleibt leicht gespannt. Und dann schauen wir, dass da oben alles ein bisschen aufgeht. Dadurch kommt auch ein bisschen weniger Spannung unten. Okay? Dass die Brust, der Brustbereich ein bisschen aufgedehnt wird und richtig nach oben gestreckt wird. Aber bitte nicht eben, wenn ihr da oben seid, ins Hohlkreuz reinschießen, sondern einfach so gerade wie möglich. Eben kurz die Hände noch ein bisschen nach hinten geben, Ellenbogen nach außen strecken, Schulterblätter hinten zusammenspannen, aber auch hier wieder schauen, nicht ins Hohlkreuz. Okay? Genau, wenn es von den Schultern her geht, wenn es wehtut von den Schultern, bleibt es einfach nur da oder bleibt es vorne weiter, dann tut es weniger weh. Aber ich möchte euch, oder bleibt so, wenn es wehtut und richtet sich einfach nur auf, wenn es von den Schultern her wehtut. Okay? Und dann nochmal rund machen. Rund machen. Wieder atmen unten. Und wieder langsam Wirbel für Wirbel aufrollen. Und genau, nach oben strecken. Dann die Hände nach hinten geben und die Schulterblätter hinten zusammenspannen. Ihr könnt da oben rückwärts so die Finger so ein bisschen auseinanderziehen und kriegt einen schönen Zug drauf. Aber ihr haltet trotzdem eben die Finger so geschlossen und spannst so nach hinten. Genau. Und trotzdem weiter atmen und der Bauch ist gespannt. Und dann habt ihr euch schon ein bisschen durchbewegt, was sonst nicht gemacht hättet. Das heißt, das sind 5 bis 10 Minuten, die ihr euch schon durchbewegt habt. Wenn ihr das über den Tag verteilt ein paar Mal macht oder ein paar andere Übungen von den nächsten Videos, dann habt ihr wirklich was gemacht. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Physiotherapeut und Coach Patrick Rudolfer.